In diesem Video: Macht jemand Frühstück? Bin ich der einzige Springer? Jage den Berg runter? Filme Zottels Dach? Muss leider schimpfen und verplapper mich. Einen schönen guten Morgen und Happy New Year aus Italien. Auf unserem sehr ruhigen Schlafplatz haben wir ziemlich gut gepennt. Kopfschmerzen sind auch besser geworden über Nacht, noch nicht ganz weg. Jetzt gleich mal einen Kaffee und ich hoffe, der tut's dann. Die Kopfschmerzen kommen auch nicht vom Saufen von gestern Abend, sondern vom wahrscheinlich nicht Kaffee trinken gestern Morgen. Das setzt mir nämlich immer ziemlich zu, wenn ich keinen Kaffee trinke. Ja, hier oben Sonne schon aufgegangen, es geht auf 9 Uhr zu. Bisschen frisch noch, leichter Wind, aber ansonsten super Platz, absolute Empfehlung hier oben. Kein Mensch heute Nacht gehört, gesehen, auch heute Morgen. Niemand um mich rum, der telefoniert oder sich unterhält, nichts. Mag auch daran liegen, dass 1. Januar ist und die meisten mit Schädel im Bett liegen noch oder was auch immer machen. Wenn sich das Wetter hier weiter gut entwickelt, könnte ich mir vorstellen, nachher noch das Bike auszupacken. Aber wir dürfen nicht vergessen, nach Hause fahren müssen wir heute auch noch. Ja, alles Schöne hat ein Ende. Dies Schöne hier leider ein bisschen zu schnell. Könnt ihr noch gut eine Woche verbringen, aber ja, so ist halt. Morgen um die Zeit bin ich schon wieder im Bergwerk. Aber jetzt gehe ich erstmal frühstücken. Mal gucken, ob es schon einer vorbereitet hat. Friedrich, Co-Pilot. Oh, ihr seid ja schon wach. Was ist das hier? Kaffee schon aufgesetzt. Und das Frühstück ist auch schon fertig. Wow, ihr seid ja super Bären. Bin ja gespannt, ob wir das noch öfter sehen werden dieses Jahr, dass Friedrich und Co-Pilot hier Frühstück machen. Wow. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nur einmal im Jahr passiert. Und das am ersten Tag des Jahres. Danach ist die Energie wahrscheinlich schon wieder raus. Aber wie auch immer, ich freue mich über die nette Geste und werde es genießen. Und rausgucken. Leider heute kein Meerblick vorne raus. Aber immerhin grün. Wollte auch sehen. Habt ihr doch gerade eben gesehen, war doch draußen. Echt jetzt? Wirklich sehen wollen? Also gut. Ich bin kein Unmensch. Naja, nicht mörderspektakulär, nicht wie gestern. Aber immerhin keine Sau hier außer uns. Ja, jetzt werde ich mal in Ruhe vor mich hinkauen. Ihr seht richtig, da steht mein Bike. Und wir setzen uns nochmal drauf, bevor wir nach Hause fahren. Denn heute nur 6 Stunden im Auto sitzen, in Zottel sitzen und fahren, ist ein bisschen wenig Bewegung. Die zwei können das ohne Probleme. Ich bewege mich vorher gerne noch ein bisschen. Somit steige ich jetzt mal aufs Bike. Das gibt jetzt keine mördergroße Bike-Tour. Ich will einfach hier eine Runde drehen durchs Gelände, um mal die Landschaft zu erkunden. Vielleicht ergibt sich ja noch ein schöner Blick ans Meer runter. Das schimmert hier sowieso durch die Bäume. Also gucken wir mal, was bei rauskommt. Meter gefahren und schon der erste Stopp. Nicht wirklich effizient, aber die Aussicht muss man einfach genießen. Ja, und der Spot hier, das ist ein Absprunggebiet für Gleitschirmflieger. Die habe ich hier auch vorgestern heftig um den Berg kreisen sehen. Fällt mir jetzt wieder ein, wo ich das hier sehe. Allerdings springt hier heute niemand, außer ich, von der Treppenstufe. Ich bin jetzt ein Stück bergab gefahren, quasi hinter den Absprunghügel. Und da ist auch noch ein schöner großer Parkplatz. Auch wenn man in diese Richtung weiterfährt, sind noch ein paar Parkbuchten. Also hier kann man auch noch schön anderweitig sich hinstellen. Heute ist hier nichts los. Ich glaube aber, wenn Sprungwetter ist oder Flugwetter,
dann dürften hier viele Gleitschirmflieger unterwegs sein und dann wird es hier sicherlich gut besucht sein. Der Boden ist hier größtenteils Erde. Das heißt, bei Regen wird das hier ziemlich matschig und auch schwieriger anzufahren, weil es doch die ein oder andere kleine Steigung gibt. Bike-Tour gut überstanden, keine Stürze oder sonstigen Ausfälle. Jetzt werde ich mal das Bike wieder aufräumen, denn so langsam sollten wir an einen Aufbruch denken, und zwar gen Heimat. So schnell ist ein Fahrrad in Zottel verräumt. So ganz ohne Drohnenflug vor der Abfahrt geht natürlich auch nicht. Deswegen habe ich sie jetzt gerade mal noch in die Luft gestellt. Hauptsächlich auf Sicht geflogen, denn auch hier ist wieder eingeschränktes Fluggebiet. Und nach dem Desaster gestern bin ich auch ein bisschen vorsichtiger. Ich will sie hier nicht noch versenken irgendwo. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Bis gleich. Nebenbei mal noch so erwähnt, ich hatte ja hier an der Eingangsleiste noch Kompriband verbaut. Das sieht bisher ganz gut aus, es hält, es ist nicht verformt. Bezüglich Wirksamkeit kann ich noch nicht wirklich was sagen. Es war nicht wirklich kalt hier, wir hatten nachts 10 Grad und das war's eigentlich. Ich werde das aber weiter beobachten und meine Erfahrungen mit euch teilen. Irgendwas wird's schon bringen. Wir verabschieden uns von diesem schönen Platz. Sagen vielleicht bis irgendwann mal wieder und machen uns jetzt vom Acker hier zurück ins Tal, auf die Autobahn, Richtung Genua, Richtung Mailand, zurück in die Schweiz. Wann wir da dann ankommen? Wahrscheinlich ist es dunkel. Zottel hat übrigens auch ein bisschen gelitten hier auf dem Trip. Ist doch ein bisschen dreckig geworden. Vor allem, weil einige Straßen tatsächlich hier gesalzen waren, besonders die auf der nördlichen Seite der Berghügel. Da haben sie ordentlich Salz drauf geworfen und ja, das ist dann das Resultat. Er bräuchte eine Wäsche. I ain't got no money for living. I ain't forgiving of what you done. I ain't got no reason for thinking. I'm just doing what I've always done. I'm gonna shoot you until you're resting in. Ah, die Zweige hängen hier wirklich tief rein, gerade am Anfang jetzt bei der Abfahrt. Das tut richtig weh in den Ohren. Aber jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns. Also das ist echt eine Zufahrt, nichts für große Fahrzeuge. Lasst die Finger davon, wenn ihr ein integrierter oder teilintegrierter seid. Alles was höher ist als ein Kasten, macht ihr euch ihn kaputt. Until you're resting in the doorway, gonna knock. Oh, ah, Kopf, da kam noch mal ein Ast. Wir kommen jetzt gleich wieder auf die ordentliche Straße. Was ein Glück. Ah, jetzt noch mal eine Mulde. Oh. Gott, diese scheiß Bäume hier. Also nächstes Mal Baumschere. Das ist echt nicht schön.
Aber der Platz war es wert. Geschafft. Puh, jetzt muss ich mal das Navi einstellen. Gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Scheiße. Google führt mich hier entlang und wusste nicht, dass da eine Baustelle ist. Toll. Straße gesperrt, geht nicht weiter. Zwar links hoch den Berg noch, aber hoch will ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich drehe und fahre die Strecke zurück, die ich gekommen war gestern. Die Runterfahrt läuft wie die Hochfahrt, nur etwas weniger angestrengt. Wir stehen halt ein bisschen häufiger auf der Bremse. Aber Strecke gut zu fahren, wenig Verkehr. Aber eine tolle Aussicht da entlang. Wir haben es genossen, war toll. Jetzt gucken wir mal, dass wir wieder runter ans Meer kommen und den Weg nach Hause irgendwie finden. Navi ist eingestellt. Gegenverkehr. Und dann hoffen wir mal, dass alles gut geht ohne Stau. Den Berg runter fahren wir jetzt ein bisschen anders als gestern berghoch. Weil wir wollen ja in östliche Richtung weiter und nicht in westliche. Somit ein anderes schmales Sträßchen. Wir haben es geschafft, sind wieder am Meer, fahren jetzt noch mal parallel zum Meer. Google Maps ist ein bisschen verwirrt, weil ich nicht so gefahren bin, wie Google wollte. Ich hoffe, sie werden es verkraften. Genießen wir noch ein bisschen das Wasser und die Aussicht. Wir haben die Autobahn gefunden. Ich habe mich gefreut, da standen ganz viele LKWs rum. Habe gedacht, ja, yeah, wenig Verkehr, keine LKWs heute. Ja, dafür aber verdammt viele PKW. Oh, was soll's. Wir haben keinen Stress. Wir cruisen entspannt auf der Autobahn. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich noch tanken. Ich hoffe aber erst in der Schweiz. Und Mittagessen müssen wir auch noch. Es ist jetzt 15 Uhr schon. Meine Güte. Wo ist der Tag hin? Ja, wir fahren jetzt mal noch Genua, dann ins Hinterland und dann werden wir irgendwann einen Stopp machen zum Essen. Wenn man hier so über die Brücken fährt, also zumindest bei mir persönlich, ein komisches Gefühl ist da jetzt schon dabei. Die werden ja alle irgendwie gleich gebaut worden sein. Und hier ist ja neulich eine kollabiert. Bin immer froh, wenn ich drüber bin. Wir müssen uns leider vom Meer jetzt verabschieden. Die Autobahn zweigt jetzt hier ab. In Richtung... Scheiße. In Richtung Mailand. Und der vor mir hat auch keinen Plan, genauso wie ich. Nur habe ich es noch ein bisschen eher gemerkt. Wir fahren wieder in die Berge hoch. Links-Rechts-Kombination und bergauf. Und anschließend durch die Po-Ebene. Wir dürfen noch bezahlen. Denn auch das gehört dazu. Gut, was los. Ach Gott, ach Gott. Kreditkartenlinie. Viele rote Rücklichter. Aber im Sommer sicherlich schlimmer. Rückgang erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch die richtige Autobahn treffen. Machen wir hier mal die Tür zu. Nach Como wollen wir. Treffer versenkt. Alter, Marken! Bist du allein auf der Welt, du Penner? Kopf, verdammt nochmal! Jetzt brauch ich doch noch die Quittung. Wegen einem Euro. Also, ja, ist gut. 1,80 kostet der Spaß hier. Ja, lohnt auch das Anhalten nicht. Die letzte Zahlstation. Bremsen nicht vergessen. 2,30 Kategorie B.
wir fahren auf die Grenze zu. Sortieren uns jetzt richtig ein, denn ein LKW sind wir nicht. Und hoffen, dass sie uns jetzt brav durchwinken oder am besten gar keiner dasteht. Sieht gut aus. Jo, nee, bei den Italienern steht keiner. Aber bei den Schweizern. Jetzt ab. Hallo. Wie viele Personen? Nur ich. Waren? Waren nix, nein. Danke, tschüss. Sorry, Monji. Ich wollte dich jetzt nicht übergehen und Friedrich dich auch nicht. Aber ich glaube, er hätte es nicht verstanden. So, willkommen in der Schweiz. Wir sind zurück. Juhu. Wir haben wieder Datenempfang ohne Roamingkosten. Ole! Wir haben uns in Gotthard hochgekämpft. Fahren jetzt gleich in den Tunnel rein. So, Freunde, jetzt aber gebt Gas. Wir wollen da auch noch durch die Grünphase. Oh, gerade so gereicht. So, rein in den Tunnel und hinter uns hat es gerade hier noch gescheppert. Da konnten sich zwei nicht einigen, wer jetzt auf die eine verbleibende Spur fahren darf. Ein riesen Hubkonzert. Immer wieder Idioten unterwegs. Schau verrückt. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir fahren einen Parkplatz an. Wir müssen nämlich unsere Tanks leeren. Und das machen wir wie immer hier. Entsorgung vor Zug. Ja, ihr Lieben, das war's für diesen Trip. Tanks geleert. Einer hat gearbeitet. Zwei haben einfach nur rumgesessen. Ja, ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart. War schön, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Wenn unser Team unterwegs ist, bis dahin sagen wir tschüss und bis demnächst. Ciao. Fallschirmspringer, viele Gleitschirmflieger. Wir verabschieden uns von diesem schönen Platz.